Juhu! Ich dachte, ich mache vielleicht mal ein neues, so schönes Video. Und wir sind wieder in Blenheim und laufen wieder zu McDonald's. Diesmal von einem anderen Hostel, deswegen ist der Weg nicht so weit, deswegen wird das Video auch nicht so lang. Und wir haben auch mehr Dinge, über die wir erzählen können. Naja, also wir waren in Kaikoura. Kaikoura war schön. Kaikoura war teuer. Und was war Kaikoura noch? Voller Delfine. Ja, voller Delfine und Robben. Und die Robben haben wir auch gesehen und zwei Pinguine, aber keine Delfine. Da muss man so eine Tour buchen, aber da das Hostel so teuer war, haben wir das nicht gemacht. Ja, dann haben wir mit jemandem geschrieben, den wir im Internet auf einem Jobboard gefunden haben. Hey, ich suche Arbeiter in Blenheim. Und wir so, jo, cool. Und ja, dann war das erst ein bisschen komisch, hickhack hin und her, aber dann sind wir halt nach Blenheim gefahren. Wir haben dieser Person anfangs nicht getraut, aber ich glaube, die haben ja alle so einen komischen SMS-Stil. Ja, die hatten Tage drauf, nicht zu antworten und dann immer solche abgehackten Antworten, wo du dann immer denkst, okay, hat die überhaupt noch Interesse oder nicht? Oder darum wird man nicht schon vorher in Blenheim sein oder so. Das ist komisch. Es war etwas suspekt, aber wir haben uns daran gewöhnt. Ich glaube, die sehen das ja alles nicht so eng. Ja, und jetzt sind wir wieder in Blenheim auf jeden Fall. Und jetzt am Montag, also morgen geht's los. Und so aufgeregt, richtig arbeiten, so mit Geld und allem. Huch. Ja, das wird hoffentlich cool. Naja, ist halt Arbeit, ne? Und, ach ja, Weihnachten. Weihnachten war unweihnachtlich. Wir waren am Strand. Wir hatten zwar einen kleinen Tannenbaum dabei, den haben wir aufgestellt. Und waren am Strand, sind geschwommen. Das war richtig cool. Dann am 24. war das und danach haben wir... Das ist eine abgelegene Bucht, wo du wirklich nur über irgendwelche Stock und Stein, Felsen und sowas rüberkommen konntest. Da war so eine kleine Bucht aus so einem winzigen Strand, der so wirklich abgeschieden von der Menschheit da war. Ja, das war schön. Am 25. dann haben wir... Hat jeder Hostel ein Gericht gekocht oder zwei? Und das haben wir dann einfach gegessen. Und es war so viel und es war so lecker und oh, das war so toll. Also ich bin immer noch ein bisschen danach geschädigt. Warte nett. Ja. Wir haben zwar Internet, aber bloß ein eigenes Gerät. Maltes Laptop. Das heißt, darum gibt's Prügelei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Ja. Ich wurde schwer mit einem Flipflop, also einer Jando, wie die das hier nennen, verletzt. Aber das ist okay. Ich beantrage Invalidenrente später. Ja, also ansonsten ist es hier sehr ruhig. Das Wetter ist toll. Das Wetter ist so schön. Oh, guck mal hier. Ich habe ein Wonder Woman T-Shirt. Ja, das finde ich sehr toll. Das Gas für 50. Dass Sally im Endeffekt doch nur Nicolette war? Ja. Das hattest du gesagt, okay. Sally, also wir haben mit Sally geschrieben, am Ende war Sally Nicolette und. Die Frau, die uns anfangs keinen Job geben konnte. Und deswegen wir rausgegangen sind aus Blenheim, hat uns dann über Sally einen neuen Job gegeben. Aber eigentlich ist sie selber Sally und. Ja, okay. Es ist sehr, sehr komisch hier, aber das scheint wohl. So sein, wie das hier ist. Heute war ein Kirchenpicknick, zu dem ich nicht eingeladen war. Ich auch nicht. Ja, aber ich glaube, weil du mit mir zusammenhängst. Ja, heute wurden wir nicht zum Kirchenpicknick eingeladen. Die sind, glaube ich, sehr konservativ. Finde ich. Weiß nicht, ich finde es irgendwie lustig. Ach, naja. Ansonsten sind hier alle sehr lustig. Es sind nicht so. Nicht solche YOLO-Swagger, sag ich jetzt mal. Nicht solche, oh Mann, ich bin so voll geil, so weißt du halt. Weil sie nicht in Gruppen kommen. Ja. Die sind immer so, die kommen alle vereinzelt, die kennen keinen und deswegen sind die auch schön zurückhaltend, finde ich. Ja, nein, aber ich denke nicht, dass hier tiefgründige Freundschaften entstehen werden, aber ich verstehe mich mit den Leuten gut. Darüber bin ich ganz froh. Wir sind ein paar Deutsche, ein Engländer, Koreaner. Wille, der war Finne. Der ist jetzt weg. Ansonsten. Für 5 Minuten hatten wir eine Polin, aber die ist dann auch gegangen.
Jetzt habe ich den Schlafsaal ganz für mich alleine. Eine Nacht noch, dann kriegen wir ein Doppelzimmer. Also ein Doppelstockbett. Hier muss sich niemand Sorgen machen, dass ich schwanger werde. Vor allem Young nicht, ja. Ich glaube, ich bin eben zu auffällig. Also das ist der, der sich zum Kirchenpicknick eingeladen hat. Naja, ist trotzdem netter. Also der ist immer sehr freundlich. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Burger King. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich bin geblendet. Außerdem tut mir mein Arm weh. Und deswegen bis aufs bald. Morgen höre ich zur arbeitenden Bevölkerung und der Malte auch. Und ich habe es diesmal mit Mikro versucht. Ich hoffe, das ist besser. Also, liebe Kinder, tschüss aus Blenheim, aus dem Sommer, wo wir im Top rumlaufen können. Haha, ihr habt Schnee. Ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Rutscht gut ins neue Jahr rein. Das Übliche. Das letzte Video war blöd. Ich glaube, das nehme ich wieder runter. Aber ansonsten, tschüss, Kinder. Zeit, ja.